Tore ist ein lustiger Kauz. Deswegen habe ich mich auch in ihn verliebt. Jana findet mich, glaube ich, super unlustig. Willst du mich verarschen? Jana ist echt eine gute Autofahrerin. La, 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 la. Autofahren ist sein Element. Also da ist er schon richtig gut drin. Ich habe aufgesetzt. Hey Leute, das hier ist der erste Volkswagen Air Double Check. Das ist der Tore. Richtig, das ist Jana. Und wir stellen uns jetzt gleich den Fragen von Volkswagen Air. Der Clou an der Sache ist aber, wir kriegen zwar die gleichen Fragen gestellt, beantworten werden wir sie aber getrennt voneinander. Na, da ist natürlich die Frage, wie unterschiedlich antworten wir? Und wie multitaskingfähig ist Tore überhaupt? Ist mir ehrlich gesagt egal, ich freue mich jetzt aufs Autofahren. Also los geht's. Los geht's. Achso, das ist dein Auto hier, das ist deins. Das ist meins. Ah, geht ja schon gut los. Gib mir einen ein Startsignal oder so eine Flagge oder irgendwas. So. Dann kann's losgehen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Der Tore und ich, wir uns kennengelernt haben, das war bei einem Job. Und ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht erinnern an den ersten Moment, als ich ihn gesehen habe. Das war wirklich sehr romantisch bei der Arbeit am Set. Das war Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns angeguckt und wir wussten, wir sind füreinander geschaffen. Das war die Geschichte, die ich sie gerne erzählen würde. Aber sie war eigentlich so, dass ich ihn gar nicht wahrgenommen habe. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich fand sie super cool sofort. Und Jana fand mich erstmal ziemlich scheiße. Ich habe dann nur von den anderen gehört, dass er mich irgendwie ganz gut findet. Ja, und dann habe ich ihn gesehen und fand ihn schon sehr, sehr schnuckelig. Was soll ich sagen? Jetzt haben wir eine Tochter, wir sind verheiratet und ich bin sehr glücklich, dass sie sich umentschieden hat. Was liebst du an Jana bzw. an Tore am meisten? Ich fahre hier gerade mit einem geilen Auto durch den Matsch und muss so romantische Fragen beantworten. Was liebe ich am Jana am meisten? Weil da muss ich mich kurz konzentrieren. Ich bleib einmal kurz stehen. Boah, was ich beeindruckt. Das ist so eine schwere Frage. Da muss ich mal kurz stehen bleiben und nachdenken. Jana ist unglaublich loyal. Sie ist die Person, der ich am meisten im ganzen Leben so neben meiner Mami vertraue. Ich glaube, seine unglaubliche Bodenständigkeit. Es gibt keinen Menschen, dem ich mehr vertrauen würde, kein Menschen, der mehr am Boden geblieben ist. Und ich mag am Jana, dass Jana so Sachen so genießen kann. Ich liebe es, wenn sie sich über Essen freut und dann dabei schon so Geräusche macht. Dann macht sie so Das liebe ich, da könnte ich ihr die ganze Zeit zugucken. Welche Superkraft hat Jana bzw. Tore? Also meine Superkraft ist auf jeden Fall, merke ich gerade, nicht Fragen beantworten und dabei rückwärts fahren. Tores Superkraft ist, wie schon sein Name sagt, Thor, der Donnergott mit dem großen Hammer, seine handwerklichen Fähigkeiten. Sie hat zum Glück alle Superkräfte, die ich nicht habe. Und dadurch bin ich auch froh, dass ich sie an meiner Seite habe. Jetzt gerade bin ich auch ganz froh, dass ich alleine bin, weil sie würde die ganze Zeit sagen, nee, hier nicht, falscher Weg, wir müssen daher. Geiler Weg, huhu, oh Gott, und jetzt, kurz fahre ich jetzt hier rechts, ist hier falsch wieder? Oh, jetzt rechts, ich habe mich verfahren. Ey, geil, ich schaffe sogar hier auf der Strecke mich zu verfahren. Nach dem 100. Mal weiß ich dann auch, wenn ich falsch fahre. Das ist doch ein Lerneffekt. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee, ich bin der größte Kaffee-Junkie. Vorspeise oder Nachtisch? Nachtisch. Boah, das ist hart. Nachtisch. Sonne oder Regen? Sonne. Regen. Obwohl, warte mal, nee. Regen. Seitdem wir geheiratet haben und es auf unserer Hochzeit geregnet hat, ist das für uns Hochzeitswetter. Also Regen. Wer steht nachts auf, wenn das Kind schreit? Ganz klar Jana. Das Geile bei uns ist ja eh, dass Tore schläft wie so ein Rhinoceros. Also der hat den tiefsten Schlaf der Welt. Bei mir ist sogar so,
dass ich am Anfang immer sofort gesagt habe, oh krass, ey, Jana, ist das nicht unglaublich? Die Kleine schläft schon durch. Und ich habe ihn so mit solchen Augenringen angestarrt und gemeint, willst du mich verarschen? Die schläft nicht durch, nur du schläfst durch. Wer fährt besser Auto? Wenn es jetzt wirklich um Outdoor, Wald und alles Mögliche geht, dann ist Tore schon wirklich sehr, sehr gut. Ups. Jana ist echt eine gute Autofahrerin, das muss man sagen. Sie parkt viel besser ein als ich. Ey, ich bin mit Autos und mit Maschinen und mit allem, was fährt, groß geworden. Das wäre echt schlecht, wenn Jana das besser könnte als ich. Das würde eigentlich zeigen, dass ich richtig schlecht wäre. Und deshalb, da bin ich schon besser. Wer ist entspannter auf dem Beifahrersitz? Ich bin ein ganz schlechter Beifahrer. Das ist total langweilig und ich bin auch total schlecht und verbessere oft. Man merkt immer, dass ich jemandem vertraue, wenn ich daneben schlafe. Also ich bin jemand, der, wenn er nicht fährt, dann meistens schläft. Wenn jemand ein schlechter Fahrer ist, dann bremse ich immer mit. Und wenn man dann weiterfragt, bin ich bei Jana tatsächlich der, der nebenan pennt. Das nervt sie aber wiederum, weil sie mal unterhalten werden will. Ich bin einfach auch Gerd Fröhlich. Fröhlich! Lalalalalala. Was ist deine erste Erinnerung an Volkswagen? Meine erste Erinnerung an Volkswagen ist eine lauwarme Nacht, Sternenhimmel, Cabrio. Meine Mama hatte den weißen Golf 1 und ich saß hinten als Kind, die Hände nach oben gestreckt und der Wind in meinen Haaren. Und es ist für mich einfach eine, oh, so eine wunderschöne Kindheitserinnerung. Mein erstes Auto war ein Volkswagen, ein Golf 5. Den ich mir damals gekauft habe. Jetzt wieder ein VWR zu haben, ist sozusagen back to the Auto Roots bei mir. Wie hört sich der Motor deines VWRs an? Hört sich meistens so an. Das ist ja das Schöne. Aber er kann auch anders. Ein bisschen wie so ein kleiner Hund. Bisschen wie so ein schnurrender Kater. Dein Gesichtsausdruck, wenn du geblitzt wurdest. Ah, warte mal ganz kurz, ich bin ja tatsächlich wieder hier im Ausgangspunkt. Das heißt, ich bin richtig gefahren. Geil, ohne Navi. Oh Gott. Das ist mein Parkplatz. Das wäre es jetzt auch noch gewesen, wenn jetzt am Ende noch was kaputt gegangen wäre. Nein, das war's. Das war der erste Volkswagen Air Double Check. Oh, ja, wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir hatten auf jeden Fall Gaudi, ne? Aber richtig, ja. Und ich bin sehr gespannt, wie du geantwortet hast. Und ich bin sehr gespannt, wer jetzt gleich die Autos wäscht. Ich nicht. Wie immer, Schatz, wie immer. Ja, hast ja auch die richtigen Schuhe zum Waschen an. Ja, genau. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss. Volkswagen.